Moin! Und willkommen zu Splatoon. Nein, Alter, scheiße. Das ist doch von damals, Alter. Splatoon Hide and Seek. Man kennt's. Willkommen zu Fortnite Hide and Seek. Wieder mal haben sich hier drei Leute inklusive mir getroffen, also insgesamt vier Leute, die sich dachten, hey, lass mal ein bisschen Hide and Seek spielen. Und mit dabei sind Peter Freeze erstmal. Hallo. Mavasu. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Und ciao, Kakao. Bitte und abonnieren. Marvin ist am Start. Marvin399. Hallo. AKA, sorry, I'm awesome. Wir haben uns gedacht, komm, wir zocken mal ein bisschen Hide and Seek in Fortnite, jetzt gerade, wo die Spielwiese wieder da ist. Und ich habe mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar bin ich heute der Sucher und die anderen drei sind die Hider, die verstecken sich. Und ich muss es in 15 Minuten geschafft haben, diese Rabauken gefunden zu haben. Und sollte ich das innerhalb dieser Zeit nicht geschafft haben, haben die Hider gewonnen, sollte ich alle Hider innerhalb der Zeit von 15 Minuten gefunden haben, haben die Seeker gewonnen, also in dem Falle wir. Und apropos wir, es wird so sein, wenn ich einen Hider gefunden und auch gekillt habe, kommt er automatisch ins, ja, ich sag mal, Sucherteam, ja? Und es ist so, dass ausschließlich die Seeker Waffen tragen dürfen, um damit natürlich die Hider zu erschlagen und zu erschießen. Die Hider dürfen keine Waffen mitnehmen, dürfen aber Baumaterialien mitnehmen, um sich halt ja, zu schützen, wenn sie mal gefunden worden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das wäre soweit alles. Wie gesagt, die Hider, insofern sie gefunden worden sind, werden danach automatisch zu den Seekern, dürfen dann auch nach Hidern jagen, damit die Suche natürlich auch etwas schneller vorangeht. Wenn ihr euch soweit versteckt habt, jo, ich bin ready. Alles klar, wenn ihr alle ready seid, dann passt das perfekt. Ich weiß auch absolut nicht, wo die Jungs gerade sind. Ich weiß, die sind irgendwo in Tilted und haben auch hoffentlich alle Türen geschlossen, damit ich halt nicht zurückverfolgen kann, wo die sind, weil das wäre sonst ein bisschen einfach. Und ich gönne mir hier mal so einen Vorratslama und hoffe mal, dass da was Gutes drin ist. Und bevor ich das tue, würde ich sagen, ich stelle mir eine Stoppuhr und die geht los in 3, 2, 1 und los. So, jetzt habe ich 15 Minuten Zeit und hoffe mal, dass aus diesem Lama etwas Gutes rauskommt, damit ich... Ja, moin. Ich habe halt wirklich nichts bekommen, außer den scheiß Busch. Und Spark uns mit dem Busch, Alter. Ja, das kann ich machen. Ich kann euch auch mit der Axt erschlagen, aber das ist auch nicht so geil. Ja, ja schön, Alter. Ich habe Schlürfsaft und einen Busch. Ja, den Busch kann ich direkt wegwerfen. Und der Schlürfsaft bringt mir in dem Sinne auch nichts. Toll. Das fängt ja schon mal gut an hier. Aber ich habe ein bisschen Holz. Und Stein und Metall. Lall. So, und ich hoffe mal, dass in der Truhe was Gutes drin ist. Jetzt habe ich schon fast eine Minute verballert fürs, ja, Items bekommen. Man kennt's. Aber ich bin jetzt bereit und hoffe, dass ich euch in die Finger kriege, ihr alten Schweine. Ja, wird schwierig. Gucken wir mal. Das Schlimme ist halt natürlich auch, als erstes, das wäre so traurig, ne? Das Schlimme ist halt natürlich auch so... Ja, ich sag mal... Ach, hier ist eine Tür zum Beispiel offen. Das ist natürlich nice. Aha. Das Schlimme ist hier... Die Leute, in dem Falle Marvin, Peter und Mavasu, die hören mich ja. So, wenn ich halt irgendwo hinlaufe, hören die das. Und wenn sie halt so, ich sag mal, intelligent sind und auch Geräusche machen, kann ich halt hören, wo die sind. Problem ist, wahrscheinlich sind sie so schlau, dass sie das nicht machen werden. Ja, aber dann wird ja auch der ganze Spaß da weggehen. Ne? Aber ich bin sowieso der Meinung, man sollte sich nicht bewegen dürfen. Also ich bin halt der Meinung, sobald du sagst, okay, ich suche jetzt, dann sollten die Leute auch ihren Mord. Ja, wir wollen aber trotzdem den Leuten auch irgendwo eine Chance geben. Aber das ist auch gerade alles nur Version 1.0. Wir wollen dir eine Chance geben. Ja. Aber es ist ja auch alles Version 1.0. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt in der nächsten Zeit noch Regeln abändern werden. Wenn wir merken, hey, das wird so nichts. Deswegen... Gucken wir mal. Und ich habe hier echt keinen gefunden. Ich habe das Gefühl, dass die Türen aufgemacht worden sind. Ist Verwirrung, Alter. Ihr könnt mal so höflich sein und mir sagen, ob ich schon mal an einem von euch vorbeigelaufen bin. Also bei mir nicht. Wir können ja einfach mal tanzen, damit du uns hörst. Das wäre auf ihrer oder Basis. Nice. Was ist? Ich habe auch noch keinen gesehen von euch. Also. Okay. Ja. Also ich tanze jetzt gerade, ne? Also. Das ist schön, Peter. Ich höre jetzt gerade noch nichts. Ja, das ist das Gute. Okay, nice. Dann bin ich ja beruhigt. Es sind fast 3 Minuten rum. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen die Gegend inspiziert. Und hier ist soweit nichts. Okay. Ja. Das Ding ist auch, ich kann auch irgendwo die Fährten der Spieler sehen, weil wenn die halt irgendwo vorbeilaufen, sammeln sie ja automatisch noch die Patronen und sowas mit ein. Das heißt, ich kann vielleicht irgendwo abschätzen, okay, da und da sind sie langgelaufen. Ich weiß nicht, wer von euch die Tür da hinten aufgemacht hat in Richtung S-Gebäude.
S-Gebäude? Ja, das Gebäude in Richtung Süden halt, ne? Okay. Aber irgendwer hat die Türen aufgemacht und... Ja, kann ich dir nicht sagen. Kann sein, dass ich das gewesen bin, weil es am Anfang ziemlich lost war. Also du warst ziemlich orientierungslos, oder was? Ja, ich habe auch 2 Minuten, wo du schon suchen konntest, erstmal ein endgültiges Versteck gefunden. Okay. Wow. Aber ihr seid alle in Tilted, ne? Ja, klar. Ja. Jetzt okay. War so ein Pleasure Park, so. Muss los. Hier ist auch keiner. Wo seid ihr, Alter? Ah, das ist kritisch. Das ist sehr kritisch. Läuft gut, ja. Was willst du denn von mir jetzt? Ja, Ravi. Ach, Kai, du hast doch noch eine Weile. Ja, wir haben jetzt noch knapp 11 Minuten. Es kommt auch mal so ein bisschen darauf an, wie groß das Gebiet ist. Wenn ich jetzt merke, okay, fuck, Alter, ich krieg's nicht gebacken. Weißt du nicht, hast du im Süden angefangen? Ja, ja, ich hab am Berg zu Shifty angefangen. Okay. Wie einfach ja, auch so ein Lama in Tilted abhängt. Ah, ich finde das mit den Lamas geil. Ja. Ich hoffe, dass hier jetzt jemand reingegangen ist. Ja, auch wenn ich nicht glaube, dass das der Fall ist. Wo seid ihr alle? Habt ihr euch überhaupt schon bewegt? Nein, aber denk doch dran, Tilted ist groß, ja? Also, ja, aber so... Kann auch sein, dass wir auf einmal alle auf einem Fleck sind, weil die Gebäude sind ja riesig, also von daher. Ich bin locker schon an irgendwem von euch vorbeigelaufen, Alter. Aber ich hab können ja mal... Weiß nicht, Vasu und Marvin, ist der schon an euch vorbei, oder? Ich hab noch kein Geräusch von ihm gehört. Okay. Also, ich hab schon was gehört. Okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, in welche Ecke du sein könntest, Mao. Jetzt geht er wieder zurück. Nein. Nein, würdest du nie machen, ne? Nein. Das kann doch nicht sein, Mann. Vor allem, überall, wo ich hinlaufe, da sind noch nicht die Patronen weggeholt worden. Dementsprechend könnt ihr da doch gar nicht gewesen sein, aber... Vielleicht wart ihr ja so schlau, dass ihr die Patronen gar nicht erst aufgesammelt habt. Aber hier muss einer im Gebäude drin sein, Alter. Locker wieso? Hinter. Safe hier hinter. Safe hier drin. Warum? Hier ist einfach keiner drin. Wie kommst du da drauf? Ja, ich bin neben dem Big Ben Uhrenturm halt, ne? Ja. Yeah. Und da war einfach keiner, obwohl da was gebaut worden ist und das kam von einem von euch safe. Ich check's nicht. Was wurde denn da gebaut? Ja, jemand hatte halt das Dach zugebaut und da eine Treppe hingeschmissen, Alter. Okay. Was ist eigentlich mit Schild? Dürfen wir Schild benutzen? Das macht doch eh keinen Unterschied. Wir müssen uns ja eh umbringen lassen, wenn er uns findet. Wir müssen wir doch nicht. Wir können ja weglaufen. Ja, nein, das hilft euch halt dabei länger zu leben, ne? Aber. Ja. Kann man vielleicht beim nächsten Mal mit in Betracht ziehen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, sorry. Na, ich habe jetzt kein Schild, also. Meine Kerle. Ja, na, ich kenne das halt so, dass man halt da noch weglaufen kann. Meine Kerle, Alter. Es ist Mittwoch. Hä, also müssen wir uns jetzt erschießen lassen oder können wir ihr da weglaufen? Ihr müsst einfach rennt weg und baut euch halt irgendwie den Weg zu. Das ist auch, by the way, ganz praktisch, weil das hilft mir dabei, mein Aim zu verbessern. Ja. Hm. Ich habe Nordjog noch keinen von euch gesehen. Soll ich dir etwas Muffensausen machen? Vor circa einer halben Minute habe ich dich gesehen und sehr laut gehört. Okay. Und ich denke mir nur, wie hast du mich nicht gesehen? Ja, also, das verwirrt einen immer nur noch mehr. Entweder ist halt... Oh Gott, es laggt die Scheiße. Oh Gott. Also ich habe echt das Gefühl, dass was so in diesem Haus drin ist, in dem ich gerade eben gewesen bin, aber ich geh erstmal hier rein. Nee, bleib mal draußen, bitte. Wo ist denn der Big Ben eigentlich? Das wollte mich. Ich weiß, ich kenne mich in Kilted, genau. Nee, in Tilted irgendwie gar nicht mal so gut aus. I killed it. Ja, das war's dann wieder komplett. Ach ja, Brutz. Oh Mann, ey. Ja, wie Alter. Vor einer halben Minute, Alter. Vor einer halben Minute war ich draußen. Tja, vielleicht ist was so ja draußen. Das hätte ich doch gesehen. Der ist eine Pflanze. Ja. Vielleicht bin ich ja am Busch und laufe die ganze Zeit hinterher. Jetzt gerade, wo du sagst, das ist sehr mystisch. Nee, ich wette, Vasu ist ein Paradise Point. Locker. Das wäre jetzt so der übelste Prank. Ja, als ob du jetzt noch niemanden gefunden hast. Nein, ich habe keinen gefunden, es sind schon fast 10 Minuten rum. Oh Mann, oh. Scheiße, ich mach mal das Lama auf und guck mal nach Granaten. Ich glaube aber auch, Tilted ist ein bisschen zu groß dafür, sag ich ganz ehrlich. Kann sein, aber es war halt ein Startort und... Ja, ist auch der beste Ort eigentlich. Also klar, man geht da mal drauf, aber... Ja.
Ich habe Explosionen gehört. Bist du das? Boy! Wer soll es denn sonst gewesen sein, Mann? Keine Ahnung, mal Basso. Ja, natürlich, man kennt's doch. Basso, der Bombenleger, Alter. Kai. Sollen wir mal alle tanzen? Jungs. Jetzt. Ich hör's. Scheiße. Marvin! Hat er dich gefunden? Ich weiß es nicht. Ich hab grad getanzt, er meinte, ich hör's. Also kann es echt sein, dass sich hier jemand eingebaut hat? Nein, niemals. Es geht wirklich, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Als ob das wirklich geht, dass man sich da drin einbauen kann. Nein! Ihr Schweine! Ey, voll geil! Aber, ey, das ist ja abgefuckt, ey. Deswegen, ich... Als ob ihr da alle von wisst, ey. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das weiß. Ich hole mir jetzt eine Waffe und dann helfe ich dir, ja? Okay, mach das. Sag mal, wo du schon warst und wo noch nicht. Ich war im Main-Gebäude. Im Main-Gebäude war ich schon drin. Oder baut jemand eine Treppe? Ah, das bist du. Okay, hi. Okay. Das macht aber auch, das ist aber auch ein Vorteil für dich, Peter, weil wenn du halt jemanden schon gesehen hast, der sich irgendwo ein... Oh. Bist so ein Spaß. Das war halt... Ja, geil. Ja, mach die da mal kurz weg. Okay. Ja, scheiße, Alter. Ja, wir haben halt nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja, aber wenn du halt weißt, wo jemand hingegangen sein könnte, könnte uns das einen Vorteil bringen. Warst du schon auf der Baustelle? Ja, ich war da schon. Hast du die Falle weggemacht? Ja, ich hab sie weggemacht, alles gut. So, ich gehe jetzt mal in Richtung... So. Mal gucken. So, jetzt geht's los. Oh, fuck, Alter, ich weiß mal, was ist irgendwo da hinten und wir haben also, knapp... Ich bin das so traurig, weil ich hatte einfach das beste Versteck, ne, und ich wurde als erst gefunden, das ist wieder... Ja, weil ich mir auch schon dachte, das sieht komisch aus, Alter, aber ich hab dich auch nicht da drin gesehen. Können wir ja kurz einen Schlürfi. Der lag da so rum, hat mich angelacht. Okay, ja. Verschwende bitte noch mal Zeit, danke. Gott, ey, wo können die denn sein, Mann? Warst du schon beim Basketballplatz? Ja, ich bin gerade hier. Warst du schon überall da? Also ich hab soweit alles inspiziert, ja. Glaube ich dir nicht. Fuck it. Doch, ich hab alles soweit untersucht. Ey, ihr könnt doch bestimmt mal tanzen. Jo, mach ich. Marvin meinte doch gerade eben, dass... Ja. Nee, das war ich, den du gehört hast. Ja, aber warum meinte er... Ach so, okay, er ging davon aus, dass ich ihn gehört hätte. Ja, eben. Ja. Läufst du da hinten rum, Peter? Ich kann dein Namensschild ja, nicht sehen. Ja, ich bin das. Man sollte für die nächsten Folgen gucken, dass man da halt, wenn man gefunden worden ist, dann auch... Ja, dann kann man ja eigentlich das Team eh umstellen, weil man stirbt ja sowieso. Ja, eben. Stimmt eigentlich. So, ich bin der Meinung, zwei Augen sehen besser als eins. Vier Augen. Ja, egal. Mensch, ah, ich hab einen gesehen. Im Backsteingebäude, ja? Ja. Ja, guck aus dem Fenster, Peter, hey. Was ist das? Ah, nee, das ist Kai. Ja, Kai. Ich weiß, runter. Wo du bist, du Sau! Jetzt rennt der weg. Scheinlich. Ah, Hilfe! Nee, so nicht. Er ist da drin! Ah, du schießt mich ab, du Sau! Ja, das wollte ich nicht mal, sorry. Er ist hier reingelaufen, Mann. Fuck, wo ist der? Der ist irgendwo reingelaufen. Ja, bestimmt. Oh, Marv, Junge, ist das dein Ernst? Hast du ihn jetzt gesehen? Nee, ich sehe ihn nicht. Och, Mann. Ich bin in die Falle gelaufen, du Opfer. Boah. Ich höre das noch so. Junge, eigentlich müsste ich dir dafür jetzt ein Handy geben, weißt du? Achso, du lebst noch. Wer hat die Pyramiden gemacht? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Ja, mein Puls gerade auf 2000, Alter. Kann doch sein, dass Vaso auch da drunter ist. Keine Ahnung, aber als ob Marvin wieder weggerannt ist. Wo ist der bitte? wie lange habt ihr noch? In den 30 Sekunden. Knapp 30 Sekunden. Oh, ja, das schaffen wir never. Ey! Okay, ich gebe euch noch einen letzten Tipp. Ihr seid beide jetzt schon mehrmals an mir vorbeigelaufen. Aber jetzt auch in der letzten Sekunde, Minute? Ja. Nachdem ich weggelaufen bin, seid ihr mehrmals an mir vorbeigelaufen.
Ja, weil du wahrscheinlich in irgendeinem scheiß Zimmer campst, nur ich habe halt keinen Bock gehabt, jetzt hier. Nein, Kai, Mann. Schade. Okay, einen habe ich wenigstens noch gerade so gefunden. Wo hast du einen einzigen. Er war hier unter der Treppe. Hättest du mir auch was denken können, weil er hat die Tür benutzt. Und ja, scheiße, ich. Ja, egal. Warst du, so bitte erkläre dich, wo bist du, du Sau? Das also, ich kann nicht. So viel sagen, mein Versteck ist sehr offensichtlich. Wir haben eh verloren, jetzt hau schon raus, wo du bist. Seid ihr blind oder so? Ja. Oh, Junge! Wie der uns frontet, Alter. Habt ihr da das oben? War es mal wieder komplett. Ja! Oh, wo war der? Da! Wo? War da oben auf dieser Scheiß, auf der Veranda quasi. Veranda? Ey, Junge, ganz ehrlich, das Problem ist, war so dein Skin, ne? Der ist so dunkel gewesen und ich habe da irgendwie nicht drauf geachtet dadurch. Also. Deswegen habe ich die extra nochmal gewechselt. Er war hier oben drauf? Ja. Alles klar. Ja, okay, neue Runde, oder? Ja, neue Folge, Alter. Das war's für diesen Part, Mann. Ja, die Seeker haben nicht gewonnen, die Heider haben gewonnen, beziehungsweise Wasso hat gewonnen und in dem Sinne Glückwunsch. Und in dem Sinne, danke fürs Mitmachen, ihr drei. Bitte, bitte. Und kein Problem, bitte. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr mehr von Hide and Seek in Fortnite sehen wollt, lasst ein Abo da und sagt in den Kommentaren Bescheid, damit ihr nichts mehr verpasst. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao! Und ciao! Yow! Snow!